Bei mir ist jetzt Susanne Schaffner zu Gast. Sie ist die Regierungsratskandidatin der SP. Guten Tag, Frau Schaffner. Guten Tag. Die Regierungsratswahlen sind jetzt vorbei. Alle Gemeinden sind ausgezählt. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Ergebnis? Ich bin sehr zufrieden, sehr ein gutes Resultat. Ich habe Freude, dass die Bevölkerung mehr so unterstützt hat. Geht man eigentlich noch angespannter dann jetzt in den zweiten Wahlgang als in den ersten? Verändert sich da was? Ja, ich denke schon. Die Erwartungen wachsen natürlich, gerade jetzt, wenn man mit dieser Ausgangslage in den zweiten Wahlgang geht. Und ja, das ist natürlich sehr spannende Sache jetzt. War diese deutliche Wiederwahl der drei bisherigen so vorauszusehen? Das war ja schon sehr früh klar, dass das reichen wird. Ja, ich habe gedacht, dass der bisherige wird länger, aber dass es so klar ist, habe ich jetzt eigentlich auch nicht erwartet. Wie sieht Ihr Tag heute noch aus? Es gibt, denke ich, mal eine Feier. Ja, also ich werde jetzt noch ein bisschen da sein und nachher werde ich heimgehen zu meiner Familie und dort werden Freunde und Kollegen und Nachbarn kommen und dann werden wir so richtig noch ein bisschen feiern. Konnten Sie den Tag heute einigermaßen entspannt angehen oder ist man da schon 3-4 Tage vor der Wahl, wenn man weiß, so jetzt geht's um alles? Kann man da noch ruhig schlafen? Ja, ich war erstaunlich entspannt gewesen. Also ich bin heute Morgen auf den Engelberg gut joggen und bin nachher gemütlich auf Solothurn gekommen. Ja, es ist gegangen. Dann danke ich Ihnen vielmals für das kurze Gespräch und viel Glück beim zweiten Wahlgang. Danke vielmals.